Erhält das Wort Bundesminister Dr. Thomas de Maizière. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Gesetzentwurf, den wir heute beraten und verabschieden, ist ein sehr wichtiger Schritt zur Steuerung und Ordnung des Asylverfahrens gelungen. Mit diesem Gesetz wird es gelingen, Asyl- und Schutzsuchende deutlich früher als bisher einmalig und zentral für alle und biometrisch zweifelsfrei zu erfassen und zu identifizieren. Das ist nötig, denn wir müssen wissen, wer in unser Land als Flüchtling kommt. Wir wollen entscheiden, wohin er verteilt wird. Wir wollen schnelle Verfahren ohne Doppelarbeit, um schnell entscheiden zu können, wer darf bleiben und muss integriert werden und wer darf nicht bleiben. Und wir wollen wissen, ob und von welchen Flüchtlingen eine Gefahr ausgeht. Das Gesetz hilft zur Lösung aller dieser Themen. Es ist aus drei Gründen wichtig. Erstens, aus Gründen der Ordnung und Steuerung. Wir wollen die Selbstzuweisung von Asylsuchenden unterbinden und selbst nach sachlichen Kriterien entscheiden, wo ihr Verfahren durchgeführt wird. Es darf nicht sein, dass sich einzelne Asylsuchende nicht an die Zuteilung zu einer Aufnahmeeinrichtung halten oder sich immer wieder zur Erstverteilung anstellen, um das Verfahren an dem von ihm gewünschten Ort durchzuführen. Die Steuerungshoheit verbleibt dem Staat und muss auch dort verbleiben. Das ist nicht nur Bedingung für eine gerechte Verteilung auf die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel, sondern auch für die Weiterverteilung auf die Kommunen, auch für die Feststellung des zusätzlichen Bedarfs an Unterkünften, an Schulen, an Integrationskursen und an der Hinführung zu Berufen, ist eine frühzeitige Kenntnis planungssicherer Zahlen wichtig. Zweitens, das Gesetz ist wichtig, um Schutzsuchende bei jedem weiteren Behördenkontakt wieder zu erkennen und Missbräuche zu unterbinden. Künftig wird nur derjenige ein Asylverfahren und entsprechende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, der ordnungsgemäß registriert ist und einen gültigen Ankunftsnachweis vorweisen kann. Zu uns kommende Menschen werden dafür möglichst bereits beim ersten Behördenkontakt erkennungsdienstlich behandelt und registriert, und zwar im Wege des Prinzips einer für alle. Einer registriert für alle. Standardisiert und zentralisiert kommen dann alle Daten auf eine Kerndatenbank. Und alle zuständigen Behörden von Bund und Ländern, die Landespolizeien, die Bundespolizeien, das BAMF, die Ausländerbehörden, auf Wunsch des Bundesrates auch die Jugendämter, alle solche Behörden haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit Zugriff auf die Datei. Die Zeiten von Doppel- oder gar Mehrfacherfassungen sind damit vorbei. Unsere Behörden können dann schnell und zweifelsfrei überprüfen, ob jemand als Flüchtling bereits erfasst ist und wo und seit wann. Das Auftreten mit verschiedenen Identitäten und Mehrfachregistrierungen, um wiederholt Leistungszuwendungen sich zu erschleichen oder sich an einem Ort seiner Wahl niederzulassen, alles das wird es nicht mehr geben. Und drittens, das Gesetz ist auch wichtig aus Gründen der öffentlichen Sicherheit. Viele Menschen in unserem Land fragen, sind wir davor geschützt, dass sich nicht unter dem Deckmantel des Asyls auch Kriminelle oder gar Terroristen in unser Land begeben? Das neue Gesetz wird auch hier für mehr Sicherheit sorgen. Unmittelbar nach der Speicherung der Daten einer Person im Kerndatensystem sollen die Sicherheitsbehörden einen Abgleich vornehmen und prüfen, ob zu einer Person terrorismusrelevante Erkenntnisse oder sonstige schwerwiegende Sicherheitsbedenken bestehen. So werden die Behörden frühzeitig jedenfalls solche Personen erkennen können, zu denen sicherheitsrelevante Erkenntnisse bereits vorliegen, oder sie können später entsprechend nachfragen. Und auch wenn die Flüchtlinge erst in Deutschland kriminell werden, wie etwa in Köln, werden wir sie künftig schneller identifizieren können. Dank eines bundeseinheitlichen Ankunftsnachweises mit Lichtbild und mit dem im System hinterlegten Daten. Die Zeiten, in denen Menschen bis zur förmlichen Antragstellung nur über die sogenannte BÜMA identifizierbar waren, gemeint sind Bescheinigungen über die Meldung als Asylsuchender, die bisher weder bundeseinheitlich ausgestaltet waren, noch oft ein Lichtbild hatten.
Diese Zeiten sind dann vorbei. Eine schnelle Identifizierung ist nun mit dem neuen Gesetz möglich. Damit kann man auch Integrationskurse steuern. Damit kann man die Beratungen nicht in Doppelarbeit erfassen lassen und vieles andere mehr. Meine Damen und Herren, die Verabschiedung des Datenaustauschverbesserungsgesetzes ist wichtiger denn je. Die Datenschutzbeauftragte hat übrigens im Wesentlichen keine Bedenken erhoben gegen dieses Gesetz. Das ist gut. Ich bedanke mich sehr herzlich für die zügige Beratung. Wir wollen es schnell in Kraft setzen. Allerdings verbirgt sich hinter diesem Gesetz ein sehr, sehr kompliziertes IT-Projekt. Hier werden Schnittstellen gebraucht zwischen Polizeidateien, Dateien der Bundesagentur für Arbeit, Dateien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und der verschiedensten Dateien der Länder, die wiederum auch oft landeseinheitlich nicht sind, sondern nach Kommunen unterschiedlich. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir werden dieses Projekt möglichst schnell umsetzen. Wir haben auch deswegen um die schnelle Verabschiedung dieses Gesetzes gebeten, auch den Bundesrat, damit es zum 1. Februar in Kraft treten kann. Denn im Februar wollen wir beginnen, das Verfahren auszurollen, vermutlich erst für die, die neu kommen, und dann nach und nach durch eine Migrierung der Daten von denen, die schon da sind. Wir hoffen, dass das bis zum Sommer gelingt. Das ist ein wirklich anspruchsvolles IT-Projekt. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir diesen Zeitplan einhalten, aber wir arbeiten dafür. Wenn es so wäre, dann könnte es vielleicht ein Vorbild sein für andere große IT-Projekte in unserem Land, dass wir Egoismen zwischen Ressorts, zwischen Bund und Ländern, zwischen Ländern und Kommunen zurückstellen, wenn wir eine vernünftige Lösung für ein Projekt haben, was einer Aufgabenerfüllung dient, dass wir da nicht als Erstes darauf gucken, passt das zu meinem bisherigen IT-Projekt oder muss ich mich vielleicht ein bisschen umstellen? Ich hoffe also, dass sozusagen aus der Not geboren daraus ein Vorbildcharakter auch für die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen auch in anderen Feldern werden kann. Vielen Dank für die schnelle Beratung und ich hoffe auf eine breite Zustimmung. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die